Viele von uns nehmen Schriftsymbole im alltäglichen Informationsaustausch als gegeben hin. Viele Menschen nehmen ihre Sehkraft als gegeben hin und wir überlegen nie, wie es wäre, wenn wir sie nicht hätten. Sehbehinderte Menschen kämpfen mit großen Herausforderungen, da sie vom Informationsaustausch ausgeschlossen und ihre Interaktion mit der Umwelt großen Hindernissen ausgesetzt sind. Selbst im 21. Jahrhundert besteht für sie noch großer Bedarf nach unterstützender Technologie. OrCam ist ein intuitiv tragbares Gerät mit einer auf der Brille montierten kleinen Kamera, die Texte und Gegenstände erkennt und mittels eines unauffälligen Hörers über Knochenleitung mit dem Träger spricht. Maschinelles Sehen ist ein Bereich der Computerwissenschaften, der Computern das Sehen beibringt. Wir nutzen diese Technologie, um den 280 Millionen Menschen weltweit, die unter wesentlichen Sehkraftverlust leiden, zu helfen. Hallo, mein Name ist Vora Shaltiel. Ich habe degenerative Myopie zusammen mit Retinitis Pigmentosa. OrCam ist zu einem wichtigen Teil meines sozialen Lebens geworden. Ich erinnere mich noch, wie ich in einem Restaurant war und meine Freundin das Menü bestellte. Und ich las, was darin stand. Meine Freundin stockte. Sie war schockiert. Sie sagte, liest du das? Devoras Sehkraft hat sich in den letzten Jahren rapide verschlechtert. Es war ein solch befreiendes Gefühl. Ich musste mir keine Sorgen machen, dass sich meine Freundin mit meiner Behinderung befassen oder sie sich die Zeit nehmen musste, die Informationen mit mir durchzugehen. Es war so wunderbar und meine Freundin war so aufgeregt und wir konnten einfach unser Gespräch fortführen. Wir konnten frei sprechen, ohne auf meine Behinderung Bezug nehmen zu müssen. Mein Name ist Moshe Fischer. Ich stamme aus Newark, New Jersey. Als ich OrCam zum ersten Mal benutzte, war ich fast schockiert von der Technologie. Jetzt ist es mir zu einer zweiten Natur geworden. Es ist wie ein Freund, der dir vorliest. Moshe ist seit seiner Kindheit fast blind und benutzt OrCam seit wenigen Monaten. Zeitung lesen ist jetzt zu einer wirklich entspannenden Tätigkeit geworden. Ich kann mich zurücklehnen und die Zeitung überfliegen, sie in einem bequemen Sessel lesen, anstatt über den Tisch gebeugt mit einer Lupe in der Hand. Und ich habe festgestellt, dass es mir neue Möglichkeiten eröffnet, wie die Benutzung eines Smartphones, was vorher nicht möglich war. Ich kann E-Mail-Nachrichten sinnvoll lesen, anstatt zu warten, bis ich vor dem Computerbildschirm sitze. Schaufensterbummel, das habe ich mein Leben lang nicht gemacht. Ich kann erfahren und spüren, was in meinem Umfeld vorgeht. Das konnte ich vorher nicht. Ich musste es vorübergehen lassen, ohne wirklich zu spüren, was ich sehe, weil ich es nicht sah. Alles, was Sie tun müssen, ist zeigen. Indem es auf diese einfache Geste reagiert, versteht das OrCam-Gerät von selbst, was Sie wollen. Es kann durch Speicherung hunderter neuer Objekte persönlich angepasst werden. Auf dieser Party ist jeder Name auffällig. Es war nicht klar, was größer war. Die korinthischen Säulen des Staatsgerichtshofs in New York oder die hochragenden Persönlichkeiten der New Yorker Gesellschaft, die sich am Dienstagabend beim Ich bin Liat, ich bin sehbehindert und ich werde Ihnen zeigen, wie das OrCam-Gerät mein Leben verändert hat. Mit OrCam kann ich die Dinge leicht finden. Ocean Spray Cranberry Saft. Alpro Vanille Sojamilch. Dann müssen wir wohl einkaufen gehen. Captain Crunch Frühstücks-Cerealien. Oh, es erkennt Produkte. Mal sehen, was drin ist. Zutaten: Speisestärke, Zucker, Hafermehl, brauner Zucker, Kokosöl. Klingt gut, das nehme ich. Alpro Bio-Sojamilch. Genau, was ich gesucht habe. Secret Deodorant. $50, bitte. Meine Visa. Bitte sehr. Tut mir leid, das System ist abgestürzt. Oh, okay. $50. Bitteschön. Vielen Dank. Können Sie mir diese Sachen nach Hause liefern, bitte? Ja, natürlich. Ich treffe eine Freundin. Kein Problem. Danke. Schönen Tag, tschüss. Kleinstraße. Wir sind fast da.
Mal sehen, ob sie schon da ist. Rachel. Hi. Hallo, Leat. Hallo, Rachel. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange. Nein, bin gerade gekommen. Brauchst du Hilfe mit dem Menü? Nicht mehr. Antipasti 56. Eine Auswahl an gebratenem Gemüse und Ziegenkäse mit Olivenöl und Balsamico. Ich glaube, ich nehme den Salat. Ich glaube, ich auch. Super. Also, wie sieht's aus mit dir und... Moment. Tut mir leid, das ist ein privates Gespräch. Stellen Sie sich Ihr Leben mit Orkam vor. Gehen Sie zu orkam.com oder fragen Sie Ihren Fachmann, ob Orkam in Ihrer Nähe erhältlich ist. Orkam. Sehen Sie selbst.